Für die kommenden Wahlen besteht Wahlpflicht, was bedeutet, dass Sie wählen müssen. Aus verschiedenen Gründen können Sie jedoch möglicherweise am Tag der Wahlen nicht zum Wahllokal kommen, um Ihre Stimme abzugeben. In bestimmten Fällen können Sie Ihre Stimme dann trotzdem abgeben, indem Sie einem anderen Wähler eine Vollmacht erteilen. In welchen Fällen können Sie eine Vollmacht erteilen? Wenn Sie krank sind oder Hilfe benötigen, aus beruflichen oder dienstlichen Gründen, aus Studiengründen, wenn Ihnen die Freiheit entzogen ist, aufgrund Ihrer religiösen Überzeugung oder aufgrund Ihres Urlaubs im Ausland. Der Grund, warum Sie nicht wählen können, muss auf dem Vollmachtsformular bescheinigt werden. Eine separate Bescheinigung wird im Wahlbüro nicht angenommen. Wenn Sie krank sind, muss Ihr Arzt dies auf dem Vollmachtsformular bescheinigen. Der Arzt muss dabei seine LIKIV-Nummer angeben. Wenn Sie arbeiten müssen, muss Ihr Arbeitgeber dies bescheinigen. Studenten müssen Ihr Vollmachtsformular von Ihrer Bildungseinrichtung unterschreiben lassen. Wenn Sie im Gefängnis sitzen oder interniert sind, muss die Leitung der Einrichtung, in der Sie sich befinden, das Vollmachtsformular unterschreiben. Wenn Sie aufgrund einer Tätigkeit in Verbindung mit Ihrer religiösen Überzeugung nicht wählen können, muss Ihre religiöse Behörde das Vollmachtsformular unterschreiben. Wenn Sie am Wahltag als Selbstständiger, Schiffer, Wander- oder Jahrmarktsgewerbetreibender arbeiten, haben Sie keinen Arbeitgeber und die Gemeindeverwaltung muss Ihre Abwesenheit auf dem Vollmachtsformular bescheinigen. Sie müssen der Gemeindeverwaltung Ihre Unternehmensnummer mitteilen und ihr eine ehrenwortliche Erklärung vorlegen. Dies kann spätestens am Tag vor den Wahlen gemacht werden. Auch wenn Sie am Wahltag im Ausland Urlaub machen, muss Ihre Gemeindeverwaltung Ihre Abwesenheit auf dem Vollmachtsformular bescheinigen. Dies kann spätestens am Tag vor den Wahlen gemacht werden und erfolgt auf der Grundlage von Belegen, wie einem Flugticket oder einer Hotelreservierung. Wenn Sie ein solches Dokument nicht vorlegen können, können Sie bei Ihrem Bürgermeister auch eine ehrenwörtliche Erklärung abgeben. Wem können Sie eine Vollmacht erteilen? Sie können jedem anderen Wähler eine Vollmacht erteilen. Ein Wähler darf nur über eine Vollmacht verfügen. Dieser Wähler muss mit ihrer Vollmacht in dem Wahllokal wählen, wo Sie als Vollmachtgeber normalerweise hätten wählen müssen. Was müssen Sie als Vollmachtgeber tun? Als Vollmachtgeber müssen Sie zunächst das Vollmachtsformular durch Ihre eigenen Angaben ergänzen. Sie finden dieses Formular auf der Website wahlen.fgov.be. Oder Sie können es kostenlos in Ihrem Rathaus erhalten. Der Grund der Vollmacht muss auf dem Vollmachtsformular bescheinigt werden. Dann geben Sie die Angaben des Bevollmächtigten ein. Schließlich unterschreiben Sie beide das Vollmachtsformular. Sie sollten dem Bevollmächtigten am besten Ihre Wahlaufforderung aushändigen, damit er weiß, wo er für Sie wählen muss. Was muss der Bevollmächtigte tun? Der Bevollmächtigte muss zunächst in seinem eigenen Büro wählen. Erst danach kann der Bevollmächtigte in dem Wahlbüro, in dem Sie normalerweise hätten wählen müssen, für Sie wählen. Um die Vollmacht verwenden zu können, muss er folgende Dokumente bei sich haben: das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachtsformular, seine eigene abgestempelte Wahlaufforderung und seinen eigenen Personalausweis.